Hallo zusammen, hier ist euer Gotti und wir sind hier live im Fitnessstudio, machen aber Hometraining. Ich zeige euch jetzt die grundlegenden Übungen, die wir nehmen als Ersatz für eure absoluten Lieblingsübungen im Studio. Und hierbei kann ich nur immer wieder betonen, es ist nicht so, dass wir jetzt auf viele Wiederholungen gehen. Die meisten verbinden das mit Heimtraining, weil man plötzlich nur Liegestütze machen kann und weil man plötzlich höchstens fit werden kann. Aber an all die da draußen, die sich was erarbeitet haben, Kraft erarbeitet haben, gerne die Grundübungen mögen, wie schweres Bankdrücken, die sind hier genau richtig, denn denen werde ich zeigen, wie sie diese Maschinen ersetzen können. Und wie im Video davor schon gezeigt, so werden wir unseren Trainingsplan gestalten. Schaut es euch an, da ist alles Grundlegende drin. Jetzt zeige ich euch ein paar der wichtigsten Techniken und heute vor allem einer eurer absoluten Favoriten im Studio und wo die meisten von euch hinterher trauern werden, wenn sie nicht mehr ins Studio können und jetzt leider zu Hause trainieren müssen. Bankdrücken, die Königsdisziplin, so ziemlich im Bodybuilding und viele von euch mögen es dort, sich einfach zu steigern, nehmen das als Referenz für ihr Wachstum, für ihre Steigerung, aber wir werden es schaffen, in den 4 Wochen Minimum das Bankdrücken und die Leistung beizubehalten. Ja, im Wiederholungsbereich 5, 6, 7, 8, selbst wenn ihr schon fortgeschritten und stärker seid. Und jetzt zeige ich euch wie. Ich habe euch schon vorher gesagt, welche Ausrüstung wir so grob brauchen. Ich nehme jetzt hier die Liegestützhilfen. Ihr könnt natürlich diese auch improvisieren. Ihr könnt euch irgendwo dran auflehnen. Ihr könnt Hanteln nehmen, die dürfen nur nicht wegrollen, und diese dann benutzen. Ich nehme die, sind auch nicht teuer, diese zu besorgen. Warum nehme ich die? Nochmal, ganz wichtig, damit die Handgelenke, wie beim Bankdrücken, gerade zum Unterarm bleiben und nicht der ganze Druck dann auf dem Handgelenk liegt. Das ist beim Liegestütz der Fall. Kann man machen, wenn man relativ leichtes Gewicht hat. Aber wenn man ein Schwergewicht ist, zum einen vom Körpergewicht oder wenn wir jetzt eine Verstärkung mitnehmen und knapp 100, 110, 120 Kilo Bankdrücken simulieren, dann ist das nicht gut für die Handgelenke. Die wollt ihr euch nämlich nicht kaputt machen. Die stellt ihr so auf, wie ihr hinterher greifen wollt. Ich habe die immer ein bisschen schräg zueinander und dann so grob in dem Abstand, dass ich wie beim Bankdrücken hier rausdrücken kann. Und jetzt nehme ich eins unserer Widerstandsbänder. Auch nicht sehr teuer. Das hier ist so ziemlich eins der stärksten, die es gibt. Und das mache ich jetzt wie folgt. Ich greife es so in den Händen. Seht ihr? Einfach dazwischen greifen. Greife jetzt einmal zu, damit es nicht verrutscht. Und ziehe es hinter meine Schultern. Ja, man kann es auch hier an den Rücken ziehen. Und ihr seht, alleine hier habe ich jetzt schon eine Brust-, eine Bankdrückbewegung. Und die ist schon echt heftig. Ich mache es aber ganz gerne noch ein bisschen stärker, dadurch, dass das noch mehr gespannt wird, hinter meinen Schultern. Und jetzt gehe ich in die Liegestützlage und dann mal schauen, wie viel ich schaffe. Ihr seht, wir sind definitiv im Kraftwiederholungsbereich angelangt. Es waren jetzt 7 oder 8. Und wenn ich warm bin, schaffe ich vielleicht noch ein paar. Das Ungewohnte an dieser Bewegung mit dem Widerstandsband ist, dass es oben hin natürlich wirklich hart wird. Das heißt, gerade oben versucht durchzudrücken, damit hier dieser letzte Teil noch richtig gut rauskommt, die Spitzenkontraktion. Unten wird es wiederum ein bisschen leichter, gerade bei dem Widerstandsband. Ihr könnt das Ganze jetzt auch noch auf eine andere Art machen, ohne dass das Gewicht so ungleich verteilt ist. Solltet ihr einen Trainingspartner haben, mit jemandem zu Hause trainieren oder auch nur jemanden, der da rumläuft, dann soll der sich hinten auf euren Rücken stützen. Genau zwischen den Schulterblättern. Und dann macht ihr diese Liegestütze. Dann habt ihr das Gewicht gleichmäßig drauf. Auch das ist eine gute Methode, um im niedrigen Wiederholungsbereich zu bleiben. Diese Widerstandsbänder gibt es in verschiedenen Farben und damit auch verschiedenen Stärken. Nutzt einfach die Stärke, die ihr braucht. Am besten, ihr habt ein leichtes, ein mittleres und ein starkes. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr ganz dicke Brummer seid, auch zwei davon zusammennehmen. Und dann akkumuliert sich das. Ist eine super Methode. Und jetzt kommt das Beste. Dadurch, dass das so eine ungewohnte Bewegung ist, werden viele kleine Hilfsmuskeln aktiviert, die ihr sonst beim Bankdrücken nicht drin habt. Klar, ist eine andere Übung. Wenn ihr das jetzt 4 Wochen macht und wirklich ausreizt, dann kann es passieren, dass ihr zurück ins Gym kommt und stärker seid. Und dann werdet ihr mal ein bisschen grübeln. Vielleicht macht ihr sowas öfters mal, selbst wenn kein Lockdown da ist. Nichts, was euch vom Fitnessstudio abhält. Zwischendurch mal irgendwas ganz anders machen. Irgendwie mal zu Hause trainieren oder so. Es lohnt sich.
Also, bleibt motiviert dabei. Das hier ist nicht nur irgendein günstiger Ersatz. Das hier kann euch richtig nach vorne bringen, wenn ihr es richtig macht. Heute war es Bankdrücken, jetzt folgen noch einige andere Videos. Bleibt dabei und auf Instagram trainieren wir zusammen. Also, wenn euch das gefallen hat, Daumen, abonnieren, verpasst ihr nichts. Und ansonsten sehen wir uns wieder. Bis bald, euer Gotti.